Ja, ich beginne jeden Part mit Ja, ne? Willkommen zurück zu Spyro Fusion. Die zweite Version dieses komischen Dschungelflugs steht an. Wir sind ja jetzt tatsächlich im Wumper-Dschungel von Crash. Also quasi der vierten Welt. Wir hatten die Drachenreiche, wir hatten die Eiswelt, dann hatten wir die Feuerwelt und jetzt kommt der Wumper-Dschungel. Ja, doch, sind nur vier Welten. Allerdings wartet noch eine ganze Welt auf uns. Hä, aber ich habe so eine Erinnerung, dass jetzt hier wirklich der letzte, dass das hier die letzte Welt ist. Das ist gerade ein bisschen komisch. Naja, werden wir uns alles noch ein bisschen anschauen, ne? Ich bin gespannt. Also, ich hatte ja schon gesagt, dass ich vor der ersten Session, also nach dem vierten Part, so gesehen 30% hatte. Und ich habe so ein Gefühl, dass das doch ein bisschen mehr war, als ich ursprünglich dachte. Also, dass es nicht wirklich unbedingt 30% sind, sondern vielleicht sogar doch ein bisschen mehr. Auch wenn das da explizit stand, ne, 30%. Nur, dass ich da vielleicht was Falsches gesehen habe. So, ja. So ein bisschen hin und her fliegen. Man will mich verarschen. Das ist die Möglichkeit, hier vorbeizukommen. Ja, ja, ja. Ja, und auf keinen Fall einkesseln lassen. Wir haben beim letzten Mal ja auch Nina besiegt, ne? Ja. Nina hat jetzt auch nicht wirklich... Die ist ein bisschen abgegangen, ne? Wie so eine kleine Furie ist sie. Aber so ansonsten hat sie halt echt nicht viel drauf gehabt. Ja. Ich habe echt keine richtige Welt. Ich habe gedacht, wir hätten jetzt hier sechs Welten und dass bei Crash vielleicht auch fünf Welten plus eine Extra-Welt existieren würde, aber... nee. Also bei Crash bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es da 25 Kristalle geben wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ob es jetzt hier auch fünf Welten gibt? Ich hätte echt gedacht, bei Crash so ein bisschen wie in Crash 3 mit so einem extra Warp Room. Von wegen fünf echte Welten. Und hör auf. Ey! Das habe ich jetzt aber nicht gewollt. Also so von wegen fünf echte Welten und dann eine extra Welt, sowas wie ein extra Warp Room. Nur halt so für das Finale. Aber wo will man denn, aus welcher Serie will man denn jetzt den letzten Finalboss herkriegen, ne? Ist schon ein bisschen schwierig. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Spyro jetzt in dieser Welt sich erstmal um Cortex kümmern wird. Das wurde uns ja auch schon gesagt, dass das Spyro machen soll. Und dann vielleicht sogar in der nächsten Welt, also in der Extra-Welt, dass er sich da vielleicht sogar um Rypto kümmert. Also dass man praktisch gegen beide kämpft. Und dass es dann ähnlich wie in Crash Fusion sein wird. Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Was ist das denn für eine ekelhafte Farce? Das ist doch voll die Verarsche. Muss ich nicht verstehen. Nein, ich will das auch nicht verstehen. Das will ich nicht so hinnehmen. Wir fliegen nur rum. Einfach doch nur dumm. Ich hab aber keinen Bock, hier nur dieses Scrolling-Level zu überstehen. Das ist mir ein bisschen zu nervig. Und vor allem dieses Rumgeballer, ne? Das nervt euch bestimmt auch. Ciao, 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 ciao. Ich bringe euch alle um. Ich bin Spyro. Komm direkt hier aus Spyranien. Spyro aus Spyranien. Wow, stirb. Oh, da wurde ich gestunt. Das ist doch, das ist doch ekelhaft. Boah! Wollt ihr mich verarschen? Direkt der Erste wieder in die Fresse hier. Hast nichts zu melden, Spyro. Nix, überhaupt nichts. Und dann gehe ich immer davon aus, dass man hier wieder einen Zickzack fliegen muss. Was gar nicht der Fall ist. Ah, wie oft kann ich auf A hämmern? Oder auf B in dem Fall. Bestimmt noch viel öfter. 20.000 Beats per Minute. Ne? Oder per Second am besten. BPM. BPS. BPS und BPM. Naja, also, man kann ja eigentlich auch von einer Frequenz sprechen, ne? Bei Beats per Second. Da kann man schon von einer Frequenz sprechen. Alter. Fast derselbe Fehler. Ist halt so und so viele Umdrehungen pro Sekunde.
Oh, das ist fucking unfair. Vor allem, wenn die dann irgendwann mit so einer Sackgasse ankommen werden. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die Wege außen immer richtig sind, ne? Wenn die mir irgendwann ankommen sollten und sagen, ey, an den Seiten ist doch eine Sackgasse, dann kotze ich. Das wird irgendwann der Fall sein. In einem späteren Level bestimmt. Ah, guck mal, noch ein Level. Kleinholz. Zeit zum Kleinholzen. Ja, da kennen wir einen kleinen Trick. Ciao. Wow, er hat mich getroffen. Es ist halt echt unmöglich, da irgendwie zu verlieren. Habe ich das Gefühl. Das ist das einfachste Minispiel. Ich brauche einfach nur B drücken. Mehr als einmal, aber toll. Gut, ab und zu drücke ich vielleicht mal A, weil ich dann doch irgendwie zu blöd dafür bin. Aber solange Spyro hier seine Mollys wirft, ist das eigentlich komplett einfach. Nee, die haben echt nichts drauf. Ich brauche mich nicht bewegen. Ne, und wenn die auch nur ein Frame später auf die Plattform kommen, dann habe ich schon gewonnen. Ah! Oh. Heb die Felsen. Drücke schnell A. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Aber in der anderen Welt, hier, löscht das Feuer in, mit einer Sekunde Abstand, ne? Ja, toll. Da ist was, da ist was. Ich will das sehen. Da komme ich, glaube ich, später hin. Also wir kommen da später hin. Oder? Vielleicht auch jetzt schon. Ich glaube, da kann man hinkommen. Ich wette, da kommt man hin. Ich bin da auch schon mal hingekommen, das weiß ich. Die Frage ist nur von wo. Ja, bestimmt nicht von hier. Gab's da nicht irgendwie sogar eine Lücke irgendwie, dass man da von unten irgendwie hoch muss? Dass das eigentlich der Rückweg war? Oh, stirb doch. Ich guck mich mal ein bisschen um hier. Können wir ja an der Stelle machen. Ah ja, hier. So habe ich's mir nämlich gedacht. Nochmal ein Schaf. Kannst du auch gerne mitnehmen. Sparks? Achso, dauert nur ein bisschen. Ja komm, probieren wir mal das Torrennen. Da, 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 da. Das ist ja nicht so schwer, hoffentlich. Ich weiß es nicht. Die Pflanzen sind natürlich auch alle aus Crash. Oh. Wenn man B drückt, aber nichts passiert, weißt du? Oh nö, nicht die Crash Fusions Scheiß. Die... Wie heißt das? Crash XS Probleme. Von wegen die Kante und so. Die richtige Kante erwischen. Ja gut, dann war hier doch nicht so viel. Außer vielleicht das Torrennen, aber mehr nicht. So, zweiter Abschnitt. Boah, ich müsste gleich mal was trinken. Wird auf jeden Fall von Not sein. Ich glaube, wir werden hier bald noch auf ein weiteres Tor stoßen. Es ist auch immer wichtig, auch Sparks dabei zu haben. Agent 9? Wow, ich bin froh, dich zu sehen, Spyro. Ich halte diese Ripdogs zwar in Schach, aber sie geben einfach nicht auf. Psst, pass auf dich auf. Okay. Noch ein Torrennen? Ah, ne, Edelsteinrennen. Okay. Nehme ich mal dankend an. Beziehungsweise probiere ich mal. Ich weiß ja nicht, ob wir es schaffen werden oder nicht. Ich meine, wir machen dadurch jetzt eigentlich sowieso nur Verlust, weil wir... Ach komm, weißt du was? Ich habe keinen Bock drauf. Okay, hier waren wir schon. Bei meinem ganzen Hals, ey. Ich bin zu viel am Sprechen heute. Ich habe vorhin schon so ein paar Folgen 3D World aufgenommen. Beziehungsweise eigentlich habe ich... Ich habe 3 Folgen 3D World aufgenommen mit einer Session, die 2 Stunden lang ist. Weil das letzte Level war. Oh. Egal, wir landen oben. Das ist dann doch eine erhöhte Position, eine bessere Position, ne? Wie man es kennt. Ja, wenn Sparks leuchten würde, dann wissen wir ja, wo wir sind. Ah, hier. Ripdog X. Ah, schon wieder so ein Level. Gibt es eigentlich auch ein Level, wo man mit mehreren Kugeln startet? Das ist gemein, wenn die ganz hinten stehen mit den Schilden.
Das ist schon gemein. So. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit für die Folge. Gut, die einzige Möglichkeit, wie man, Scheiße. Wie man mit mehreren Kugeln startet, ist, wenn man jetzt zum Beispiel so einen blauen trifft direkt am Anfang. Jetzt hier zum Beispiel. Da kann man eigentlich schon so ein bisschen davon reden, dass das mehrere sind. Das ist eigentlich ganz chillig, wenn man hier so viele blaue hat. Sind die Möglichkeiten besser? So. Achso, schon geschafft. Man merkt das gar nicht, ne? Wenn die so... Wenn man die Mission dann doch plötzlich geschafft hat. Es kann sein, dass wir in der nächsten Folge schon... das Ende sehen, ne? Von Spyro Fusion. Also das reguläre Ende. Okay, ich werde hier mal ein bisschen langsamer machen. Weil es nicht ganz so einfach wird. Wenn sie schneller sind. Bam, badam, badam, bam. Ja, ist doch ein bisschen leichter. Aber die Musik ist auch so schön hier. Ist so ein bisschen... Ich meine, ich hätte die schon mal irgendwo gehört. Das ist das Ding. Ich glaube nicht, dass das ein Spyro-Titel... Ich glaube, das war irgendwo ein Crash-Titel. Da kam das schon mal vor. Da kam die Musik, glaube ich, schon mal vor. Aufpassen. Meine Güte, diesen... Ich bin ja auch immer so am... Ja, genau. Ich setze es nämlich drauf an. Okay, die Hinteren sind schon mal weg. Die Hintern sind schon mal weg. Aber die Hintern einfach mal rasiert. Boah, ganz im Ernst, das ist schwierig. Das kann ein bisschen länger dauern. Vor allem, wenn ich dann daneben treffe, weil ich blöd bin. Ja, man kann die doch ein bisschen aus der Bahn werfen somit. Aber den habe ich eigentlich voll getroffen. Deswegen ist es für mich doch ein bisschen unverständlich. Wie spät ist es eigentlich? Ist gleich 3 Uhr, ne? Oh, für mich ist gleich 3 Uhr. Ich wollte heute noch so ein bisschen an meinem Spiel arbeiten. Auf jeden Fall mal einen Gegner implementieren. Beziehungsweise erstmal animieren, bevor ich den einen Code zuweise. Beziehungsweise überhaupt einen Code programmieren. Oder halt überhaupt codier. Oh, wird auf jeden Fall sehr spaßig. Gerade das Animieren ist halt ein bisschen schwierig, wenn man keine Ahnung hatte, wie soll denn jetzt die Pose aussehen? Wie will man denn... Wie soll die Animation denn jetzt aussehen? Das ist ein bisschen schwierig. Oder die Textur. Wo ich echt ein paar Probleme habe, ist Fell zu texturieren. Also wirklich so eine Felltextur. Das, da habe ich ein bisschen ausprobiert, sieht aber richtig scheiße aus. Also alles, was ich an Felltexturen gemacht habe, das sieht... Das ist der mega übelste Scheiß. Ja, ja, ja. Und ich würde behaupten, GBA-Grafiken könnte ich mittlerweile dann doch recht gut machen, weil das... Weißt du, man muss wissen, für so eine Textur braucht man eigentlich nur ein Highlight, ein, ich sag mal Lowlight, aber eigentlich ist es ein Schatten. Eigentlich nennt man sowas Schatten, aber ich nenne es immer Highlight und Lowlight. und halt so eine Grundfarbe, beziehungsweise Grund... ja, so ein Grundmuster. Damit kann man dann doch recht gute Sachen machen. Das sieht dann schon ein bisschen beeindruckender aus. Und wir haben jetzt ein ganzes Panzerlevel vor uns. Sieht man gerade hier bei den Steinen recht gut, finde ich. Da sieht man zum Beispiel, oben ist so ein Highlight. Also da, wo wir jetzt gerade drauf fahren, auf den Steinen. Und dann gibt es zum Beispiel links an den Seiten ein bisschen so ein, wie gesagt, Lowlight oder eine Schattierung. Unten gibt es auch ein Highlight, das habe ich auch nicht so festgestellt. Ja, ist alles eine Designfrage. Ist künstlerische Freiheit. Problem ist halt wirklich, wie man sie in Tiles einfügt. Beziehungsweise wie man allgemein die Texturen anwendet. Dass zum Beispiel auch eine Wand wie eine Wand aussieht und der Boden, also das Gras wie Gras. Oder dass zum Beispiel das Gras so wie hier so gut übergeht. In den Weg. Das ist sehr schön. Das ist sehr toll. Okay, das ist dann doch ein bisschen zu eng. Aber gut, man kann es ja mal riskieren, ne? Machen wir dann doch recht häufig. Komm, hier darf langsam mal das Ende sein. Hallo.
Ich hätte gern das Ende. Aber das erinnert mich an die DS-Version von, wie hieß das? Das war so ein SpongeBob-Spiel. Das war, wie hieß es? Die Kreatur aus der großen Krabbe. Die hatte ich mal für ein DS und Alter, das war so ein Scheißspiel. Boah, ganz im Ernst. Das war auch eines meiner ersten DS-Spiele. Vielleicht mein drittes oder viertes. Es war einfach so ekelhaft scheiße. Ich hatte ja zuerst Shadow Legacy. Dann glaube ich Mario Kart DS. Und ich glaube dann Nintendox. Irgendwie so um den Dreh war das. Nee, ich glaube Mario Kart DS hatte ich sogar noch ein bisschen später. Das hatte ich glaube ich sogar noch danach. Es war auf jeden Fall richtig kacke. Weil das Spiel beginnt sofort. Ist halt auch so teilweise, da gibt es so verschiedene Minispiele. Es gibt so 2D-Passagen, so 2D-Level-Passagen, wie in so einem 2D-Jump'n'Run, nur mit Touch-Steuerung, was schon mal sehr schön ist. Heißt also, du musst nach oben wischen, wenn du springen willst. Wenn du eine Qualle auf deinem Gesicht hast, dann musst du ins Mikrofon pusten, was auch sehr toll ist. Weil ne? Das spielt sich ja alles in einem Traum ab. Und, ja, SpongeBob wacht sonst auf, ne, wenn er eine Qualle im Gesicht hat, im Traum. Meine Güte. Der soll sich mal nicht so anstellen. Aber das war halt echt so übelst scheiße, das Spiel. Und dann gab es auch so eine Sequenz, beziehungsweise eine... Man konnte ja irgendwie zwischen SpongeBob, Patrick und Plankton. Konnte man switchen. So, und in der Plankton-Story, da war das einfach so... Da war Plankton einfach riesig. Ich glaube, das war als die Kreatur aus der großen Krabbe gemeint, ne? Und ja, das war so übelst scheiße. Hat dann auch irgendwie, also da musste man wirklich so, das war so eine Scrolling-Passage und du musstest halt quasi immer auf die ganzen Gegner tippen. Auf die Helikopter und was weiß ich alles. Hätte auch ein Godzilla-Spiel sein können. Das war halt so scheiße gemacht, dass ich das sowieso nie geschafft habe. Es war ein Traum. So, Drachenüberfall, noch einmal. Ja, ich verstehe nicht, warum man so auf solche Ideen kommt. Da will man ein Spiel doch besser gut umsetzen. Alle sagen immer, ja gut, der DS hat ja seine Funktion immer sehr gut genutzt, ne? Ja, das kann ich an manchen Stellen auch nachvollziehen. Aber es gibt halt auch sehr viele Crap-Spiele, die davon genutzt haben, oder die davon Gebrauch gemacht haben. Und die sind halt echt nicht gut, egal wie man es dreht und wendet. Egal ob man sagt, oh, der hat die Touch-Steuerung eingebunden. Das ist sowieso das Dümmste in dem Spiel, einfach so zwanghaft so eine Touch-Steuerung einzubinden, wie das zum Beispiel in 3D World oder in anderen Spielen der Fall war. Weil das einfach, das macht keinen Spaß mehr. Ich will nicht auf den Touchscreen gucken müssen, um irgendwas zu machen. Wo ich finde, dass, also ich finde zum Beispiel in New Super Mario Bros. DS, da war das gut umgesetzt, wenn man da einfach nur das Item hat. Heißt also, wenn man dieses Extra-Item, dieses Zusatz-Item nutzen wollte, musste man da einfach nur drauf tippen. Das macht Sinn, aber es ist halt... So eine ganze Steuerung auf dem Touchscreen umzusetzen, ist halt für Spiele, wie zum Beispiel 2D-Jumpman oder so, ist halt echt nicht gut. Genauso wie die Wiimote-Steuerung, die war ja auch scheiße. An manchen Stellen. Wenn man zum Beispiel Minispiele hatte, oder irgendwie allgemein solche Spiele, wo man so rumschießen muss. Boah, da kann die Steuerung auch ziemlich abfangen. Oder auch in Skyward Sword, ne, wenn da mal... Da hält Link einfach mal das Schwert teilweise so richtig behindert. Einfach wirklich, als wäre der... Hätte der ein paar Probleme gehabt. Ja. Da verstehe ich auch nicht. Ja gut, Skyward Sword ist so ein Thema für sich. Es gibt viele, die finden die Steuerung kacke. Ich konnte mich damit eigentlich noch engagieren, das ist das Ding. Ich fand es nicht mal so schlimm. So, die alle hier noch ein bisschen abballern. Dankeschön, und dann können wir rein. Ja, ist auch teilweise so eine Frage des Engagements, ne? Wir machen im nächsten Part weiter. Bis dahin, tschüss und bye bye.